Tja, moin, ihr Lieben. Wer das denn gucken will hier? Ah, ich sehe da Staub. Geht gar nicht. Heute sind endlich meine neuen Hebel gekommen für die Bremse und für die Kupplung. Da sind sie. Vorne schwarz, in der Mitte Titan und dann noch ein bisschen Orange dabei. Das kommt jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut, aber ich stelle es trotzdem mal rein. Also ist der Bremshebel und hier ist der Kupplungshebel. Man sieht, man kann die hier, die sind abknickbar. So. Werde ich in einer ruhigen Minute am Wochenende mal ranbauen und dann sehen wir weiter. Man kann die also hier in der Länge verschieben, muss dann aber diese Schraube, die hier die Verriegelung quasi macht, also die Befestigung macht, mit Schraubensicherung einkleben, soll man machen. Mache ich auch. Ich werde also erstmal testen, wie lang mir gut ist und dann klebe ich die fest. Das sind also V-Track-Hebel. Die kann man in ganz verschiedenen Farben bestellen. Ganz verschiedenen Farben. Man kann das unterschiedlich haben, zu dem und zu dem. Man kann sich also da so einen Regenbogengriff quasi machen draus. Ich habe jetzt hier ein bisschen KTM Orange genommen und Titan, weil der Auspuff auch Titan ist. Und vorne schwarz. So. Mit ABE. Hier ist die ABE. Und das ist ja wichtig, denn ohne ABE ist nicht mitfahren, ne? Kann ich die Rennleitung aus dem Verkehr ziehen. Tut sie auch. So. Bezahlt habe ich 75 Euro für die beiden. Ja. Das ist also ein Wahnsinnspreis eigentlich. Zumal die, da fragt man sich wieder, wie gestalten die ihre Preise? Ja. Normalerweise sollen die 170 Euro oder was kosten. Dann haben sie sie schon um die Hälfte reduziert und dann gab es nochmal einen Rabatt. Also versteht die Preisgestaltung versteht kein Mensch, aber ist mir auch egal. Sind sechsfach verstellbar hier über diesen Hebel in der Griffweite. Jo, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Man hat 3 Jahre Garantie, 30 Tage Geld zurück. Jo, also jo. Mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Dann wollte ich noch kurz sagen, habe ich heute so einen Hauch von Blackout erlebt. Also erlebt, wie sich das vielleicht anfühlen kann. Ist jetzt nicht Blackout, aber es war schon ähnlich so. Ich wollte also ganz gemächlich zu meiner üblichen, handelsüblichen Tankstelle fahren, mir einen Tabak holen, den Golfi von Frauchen tanken und gut. Ja, komme ich da hin? Steht da draußen eine Mitarbeiterin und winkt mich von dieser Tanksäule weg. Ich denke, na, die Tanksäule ist vielleicht kaputt. Ich fahre zur nächsten, steige aus, mache hinten offen, also den Tankverschluss. Und kommt sie an und sagt, nee, alles zu, geht gar nichts. Ne? Ich rein, denke, na gut, wenn da nichts tanken geht, dann kannst du mich noch einen Tabak mitnehmen. Ne? Oder ein bisschen hier so Scheibenfrostschutz, wollte ich noch eine 2-Liter Flasche mitnehmen von Sonax. So, ja, ging gar nichts mehr. Die Kasse war total tot, keine Anzeige mehr vom Preis vom Sprit. Die ganze Tankstelle war tot. So, ich dann hin. Ich kenne den ja, ich bin da alter Kunde da. Er sagt, ja, was wolltest du denn haben? Ja, ich sag, zweimal Tabak und hier diese 2 Liter Sonax Scheiben, Frostschutz. Ja, sagt er, ja, gut, nimm mit. Kommst du später und bezahlst. So, weil ich ja nicht so ein Freund davon bin, ich wollte ihm dann auch die Adresse und Autonummer und alles sowas geben. Nee, ich sag, ja, komm, alles gut. Ja. Dann bin ich 2 Stunden später nochmal hingefahren. Denke, jetzt ist doch bestimmt wieder alles offen.
Nee, haben sie Pylonen hingestellt, du kannst nicht mehr an die Tankstelle fahren. Alles zu. Da tut sich gar nichts mehr. Ja, ich hoffe, die haben es jetzt langsam geregelt. Jetzt muss ich morgen nochmal hin, damit ich dann meine Schulden bezahlen kann. Mache ich natürlich super. Ja, also, erstens kann man daraus sehen, es gibt noch Kaufleute, die das Herz am rechten Fleck haben. Zweitens kann man daraus sehen, wie schnell sowas mal zu Ende sein kann. Wie schnell uns das mal erwischen kann. Ja, das ist jetzt nur wahrscheinlich ein Softwarefehler irgendwo, keine Ahnung. Ja, aber wie schnell uns das mal total auf Null fahren kann, das sollten wir mal vielleicht im Kopf behalten. Ich habe das heute erlebt, wie das aussieht, wenn du keinen Sprit kriegst. Obwohl, da war noch halb voll. Ne? Aber wenn da mal Ende Gelände ist, da sollten wir uns drauf vorbereiten. Nur mal so. Ja? Muss man ja nicht, kann man aber ja mal drüber nachdenken. So, Dankeschön fürs Gucken. Ich wünsche euch noch was. Schönes Wochenende vor allem. Tschüssi.